einem neuen Video. Ihr habt gerade gesehen, ich bin in Hannover angekommen und ihr wisst, glaube ich, gar nicht, worum es überhaupt geht. Heute machen wir so ein richtig spannendes Projekt. Und was heißt Projekt? Mich hat damals vor kurzem jemand auf Instagram angeschrieben, weil ich damals so ein Video gemacht habe mit so einer Flugdrohne oder so einem Ding ausprobiert, so einem Spielzeug. Und da hat einer mich angeschrieben und meinte, er könnte mir so ein bisschen Beratung geben, was für Drohnen eigentlich ganz cool wären und welche relativ gut zu bedienen sind. Also quasi so ein bisschen so eine Beratung. Und da haben wir uns mal zusammengetan und gesagt, er zeigt mir das einfach mal, wie sowas funktioniert. Er kommt halt komplett aus Frankfurt. Das heißt, es ist eigentlich mega weit weg und wir dachten, es ist eigentlich gar nicht möglich, sich zu treffen. Aber wir haben uns jetzt auf einen Ort geeinigt und wir haben gesagt, wir treffen uns in Göttingen. Da waren wir beide noch nie in dem Laden und deswegen wollen wir mal ausprobieren. Also wir haben uns einen See hier ausgesucht in der Nähe und so einen Feldweg. Und dann will er mal mir zeigen, wie so eine Drohne funktioniert, wie man die bedient und dann halt mega coole Aufnahmen machen. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und ja, jetzt muss ich eine Stunde in Hannover verbringen, weil die Umsteigezeit ein bisschen blöd ist. Naja, das ist ja nicht schlimm, weil direkt neben dem Bahnhof ist halt hier so eine Galerie. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin und dann geht es dann weiter nach Göttingen, eine Stunde Zug fahren. Und dann können wir auch schon starten. Ich wollte mir jetzt noch was bei meinem Lieblings-Bug Factory. Der ist ja so über 100 Meter lang. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin, weil da gibt es echt alles. Die hast du, okay. Ja, ja. Genau, das ist tatsächlich, wofür ja. Ich als erstes Geld ausgeben würde. Okay, also inzwischen haben wir Merlin am Bahnhof empfangen, oder er hat mich empfangen, und er filmt mit einer GoPro. Ja, genau, das ist das Lustige. Das ist eigentlich eine Hero 2018. Die kostet, glaube ich, so neu, so 180 Euro. Okay. Aber die hat die gleiche, also die hat einfach nur eine schlechtere Software wie die Hero 5. Und die Hero 5 kostet so 250 Euro. Aha. Aber es ist genau die gleiche Kamera, nur die Software ist schlechter. Ja. Das heißt, man kann einfach die Software upgraden. Ist jetzt nicht, vielleicht nicht so von GoPro gewollt, aber man kann es machen. Okay. Und dann hat man für 180 Euro eine Hero 5. Die dann auch 4K filmen kann und alles. Also, siehst du? Genau. Also schon mal hier ein Profi-Tipp. Krass, ne? Ja, also wir gucken gerade eben kurz ein bisschen die Innenstadt an. Also wir versuchen die zumindest, wir haben sie, glaube ich, gefunden. Aber wir sind gerade vergeblich nach der Suche nach so Attraktionen hier. Also meine, die Kirche ist ja schon nicht schlecht. Ja, die war schon ganz cool. Also die ist ja sehr groß. Wir gucken gleich mal, wo dieser Gänseliesel-Brunnen ist, den mein Vater andauernd erwähnt. Also der meint, da treffen sich mal alle Studenten. Aber ich weiß halt nicht, ob wir jetzt hier was groß Spektakuläres finden, weil das halt eine Studentenstadt ist, ne? Deswegen gibt es hier bestimmt eher so Orte, wo man so chillen kann und so. Aber sonst schauen wir mal, wo wir den finden. Und dann geht's halt auf zum See oder zum Feld, wo wir dann die Drohne vorstellen, ne? Ja. Ja, da. Genau. Ich weiß gar nicht, ist das in die Richtung, wo wir hier langlaufen oder kommen wir woanders? Das ist Ah ja, okay, dann haben wir umso... Was jetzt, für diesen Grund oder für den See? Für den See. Für den See ist es nicht echt. Für den See müssen wir eben so. Naja, wir haben ja eben Zeit auf jeden Fall. Gucken wir da mal, was wir uns da... Ob ich verstehe, wie man so eine Drohne bedient. Das hier ist übrigens der Grund. Ah, okay, wir sind schon vorbeigelaufen, super. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, was für eine Geschichte... Ah doch, ich habe die ein bisschen durchgelesen im Internet. Okay. Der ist ja nicht schlecht. Ah, hier ist halt ja doch ein bisschen. Thank you.
wir haben gerade festgestellt, dass Göttingen doch ganz in Ordnung ist, oder? Also die beiden Kirchen haben es noch gerettet. Nee, man muss ab und zu mal echt gucken, wo man hingeht. Also wenn die Kirchen von außen halt nicht so gut aussehen. Ich meine, wenn man reingeht, muss man echt schon sagen... Es kostet nichts, meistens. Ja, und sie sehen halt auch echt unterschiedlich aus. Deswegen ist das voll gut. Also wir haben noch ein paar Läden gefunden. Also hier ist tatsächlich schon irgendwas... Oh, guck mal, hier ist irgendwie so eine Mauer. Sieht auch nicht schlecht aus. Wir gucken gleich mal, wo wir sind und dann kann man ja irgendwann gleich gucken, in welche Richtung wir eigentlich laufen müssen. Oder fahren oder wie auch immer. Na? Ja. Gut, hast du alle deine Sehenswürdigkeiten von deiner Karte abgehakt? Ich glaube schon. Also das waren, glaube ich, drei Sachen. Das eine wussten wir jetzt nicht, warum das eine Sehenswürdigkeit ist. Der Brunnen oder was? Nee, also dieses eine Gebäude. Wo wir waren. Ach so, ja. Wissen wir nicht. Aber auch einfach ein Restaurant drin. Vielleicht ist das auch die Sehenswürdigkeit. Das kann sein. Ja, also hier ist es ganz schick. Ich weiß nicht, die Mauer ist halt auch vielleicht interessant. Aber halt viele Fachwerkhäuser und so. Also das findet man aber auch eigentlich überall. Was? Das ist nichts Besonderes ist oder was? Doch! Ach nein, das meine ich doch gar nicht. Nein, Papa. Fachwerkhäuser sind schön. Ja. Stadion. Keine Ahnung. Also wir sind jetzt hier an dem Stadion. Wir sind gerade Bus gefahren, die Strecke zum See. Und ein phänomenales Erlebnis habe ich gerade gehabt mit dem Busfahrer. Also eine sehr nette Unterhaltung. Nicht? Weil ich nämlich ein Studententicket habe, wisst ihr ja, weil ich in Bremen studiere, ist das Ticket in ganz Niedersachsen und Bremen gültig. Und in welchem Bundesland liegt Göttingen? Ich glaube in Niedersachsen. Glaube ich auch, weil wir haben nämlich extra einen Ort gesucht, wo ich mit dem Studententicket hinkomme. Und ja, mir wurde vorne am Bus gesagt, dass ich hier zuzahlen muss. Und ich so, was? Ich bin hier in Niedersachsen. Und er hat gesagt, nee, das ist ja nicht gültig. Und dann meinte er so, ja, dann gehen sie sich beschweren. Da muss ich gleich mal gucken, weil ich will das jetzt wissen, weil das kann ja nicht sein, dass man in einem Ort in Niedersachsen, wenn man ein Niedersachsen-Ticket hat, noch irgendwie ein Ticket kaufen muss. Was ist das? Ja, er hat halt gesagt, irgendwie für Busse gilt es nicht. Warum? Das sind alle öffentlichen Verkehrsmittel. Ich meine, Bus ist doch ein Verkehrsmittel, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, also der hat mich mega angepumpt und ich dachte mir so, eigentlich habe ich ja das Recht dazu. Ich meine, wozu zahle ich Studiengebühren? Ja, also entweder war der so unfreundlich oder so, aber das muss noch geklärt werden, weil das sehe ich nicht ein in Niedersachsen, wozu Göttingen gehört. Ach ja, das war ein komisches Erlebnis. Also wir gehen jetzt zum See, ich glaube, wir sind da jetzt fast. Ja. Und dann schauen wir mal, was hier alles so möglich ist. Und dann probieren wir endlich seine Drohne aus. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Badesee ist. Ich glaube nicht. Das ist einfach nur zum Tretboot fahren und so. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Sportsee zum Rudern. Achso. Falls ihr mein Fan-Day-Video noch nicht gesehen habt, wo ich Tretboot gefahren bin, oben in der Infobox verlinkt. Okay, wir sitzen jetzt inzwischen auf einer Bank, haben einen Ort gefunden, wo wir das machen werden. Also hier hinten seht ihr den Berliner Fernsehturm. Nein, Spaß. Nee, wir bauen das jetzt gleich auf, oder? Hast du deine Sachen da alle dabei da drin? Ach, das passt alles rein. Wow. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert, wie viel Merlin einfach weiß über die ganzen Sachen. Also du informierst dich bestimmt sehr viel über solche Sachen, oder? Ja, eigentlich ja. Also der liest bestimmt richtig viel. Also das, was er gesagt hat hier, was ich letztens bei Stefan Gierig halt gelernt habe mit dem dunkel fotografieren, wie viel Informationen da drin stecken, das weiß er da bestimmt schon längst. Und ich wusste das erst vor kurzem. Also echt krass, was du da alles machst und weißt. Also ich glaube, du bist echt der beste Berater für Equipment bei uns. Da müssen wir uns mal hier von dir immer beraten lassen. Genau. Und ich habe halt die Drohne. Das ist tatsächlich die ganze Drohne. Das will ich auch. Also da sind noch... In der Drohne ist ein Akku, dann habe ich noch zwei extra Akkus und die Fernsteuerung. Das ist alles hier drin. Ah, okay. Na, cool. Genau. Also wie gesagt, wir wollen halt echt unsere Videos verbessern und uns eventuell auch bald eine holen. Und da ist es halt echt praktisch, wenn einer schon eine hat, weil man kann dann natürlich auch Vor- und Nachteile ziehen daraus, ne? Und sagen so, ich würde mir lieber die holen für die Sachen, weil je nachdem, was man filmt, braucht man halt dementsprechend auch eine andere Drohne zum Teil, ne? Es gibt ja verschiedene Versionen davon, kleine, große und verschiedene Aufnahmequalität und sowas. Also
da ist es gerade echt sinnvoll, mal einfach vor Ort das auszutesten. So, dann baue ich mal auf. Das hier ist nämlich schon alles. Okay, ach, das ist das mit Ding. Akku. Und das ist die kleine? Nee, das ist die größte. Okay, okay. Die kleine ist dann so. Mhm. Was ich dir schon mal geschrieben hatte. Ja, genau. Die Mavic Mini, die wäre ungefähr so. Ah ja, die hast du mir empfohlen, ich meinte, glaube ich, damals habe ich mir vorhin durchgelesen, so für 300 Euro. Ja, bei der musst du auch für 300 Euro wirklich gut suchen, wenn du was Neues willst. Ja, ich habe nur so ungefähr, weil ich echt noch nicht so wusste, wie viel sowas kostet, aber so 300 bis 400 muss man schon mindestens, glaube ich, ausgeben, damit man was Vernünftiges hat, ne? Genau. Mhm. Der Controller hier ist auch ein ziemlicher Transformer, würde ich sagen. Ah, mega. Weil halt die Steuerknüppel kann man ausschrauben und dann hier rein tun. Ja. Das heißt, es bleibt auch nicht so, weil es war bei den alten, meiner alten Drohne, konnte man die nicht abnehmen. Und immer wenn ich das in die Tasche getan habe, war es halt ein bisschen unpraktisch. So hast du noch extra viel Platz gebraucht, nur für die Steuerknüppel. Ach, witzig, ja, stimmt. Genau. So, dann kann man einfach das Handy einfach hier rein tun. Hier ist schon direkt der Kabelanschluss, ist schon direkt da drin. Es ist halt so gut durchdacht alles, muss mega. Man einfach sagen. Ja. Okay. Genau. Dann, das hier sind die Antennen. Wie witzig. Es ist wirklich alles so gut durchdacht. Wow, krass. Und das ist ja für den DJI, ja, genau. Genau. Okay. Ja. Also DJI hat meiner Meinung nach die besten Produkte, wenn es um Drohnen geht. Mhm. Nicht schlecht. Wow. Ich finde, die sehen immer so witzig aus wie so Kakerlaken. So, dann gibt's halt dafür hast eine du App. So eine App, genau. Genau. Ah ja. Und dann zählt schon alles erkannt und geht schon los. Ah, okay. Das ist halt auch das Coole. Wow, voll einfach. Das wäre so eine Bedienung für mich, ne? Genau, es geht wirklich eigentlich alles sehr schnell. So, noch einmal Kompass kalibrieren. So. Dann muss man so drehen für den Kompass. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das bringt wohl irgendwas. Ja, die muss sich ja orientieren, ne? So. Ja, genau, und dann haben wir hier direkt schon ein Bild. Ist jetzt natürlich viel zu hell, weil ich das letzte Mal bei Nacht geflogen bin. Dementsprechend die Einstellungen schon alle. Ah ja, okay. Also so 21:30 abends siehst du damit halt auch noch was. Okay. Wenn es wirklich schon relativ dunkel ist, was eigentlich auch ganz stimmt. Cool ist. Das ist ja auch ganz wichtig für manche Leute, ne? Zu sehen, wie das im Dunkeln ist. Genau, kannst du auch mal bei Nacht oder bei spätabends mal ein paar Aufnahmen machen. Mhm. Und ja. So sieht das halt jetzt aus. Das heißt, hier habe ich einfach die Steuerknöpfe, mit denen man alles steuern kann. Also hoch, runter, dann drehen links, drehen rechts. Aha. Und das hier ist praktisch die Bewegung auf einer Ebene. Also vorne, hinten, links, rechts. So. Mhm. Dann gibt es hier hinten so Räder. Damit kann man die Kamera so nach unten und nach oben machen. Und weil ich die Mavic 2 Zoom habe, kann ich mit dem anderen Rad reinzoomen. Mhm. Ah ja, ich sehe. Das gibt's bis jetzt tatsächlich. Also das ist bis jetzt die einzige Drohne, die das kann. Oh, okay. Also deswegen ist es auch letztens eine neuere Drohne rausgekommen, die eigentlich viel viel besser ist von den Auflösungen und so. Mhm. Aber es kann halt keine andere Drohne dieses Zoomen. Ah ja. Was halt wirklich für mich krass. Ein Faktor ist. Also es ist zwar so ein Feature, was so eigentlich bei anderen Kameras so Standard ist, aber für eine Drohne ist das nicht. Für eine Drohne ist es nicht normal. Normal. Da musst du immer im Nachhinein reinzoomen, aber wenn du halt dann verlierst du halt Qualität. Ja, das stimmt. Ja, voll gut. Genau. Ja, mega. Ich kann das ja hier eigentlich auch mal zeigen. Und wie viel kostet jetzt so eine Drohne? Also die kostet neu 1.300. Okay. Wow, das hast du dir gegönnt. Ich habe sie aber gebraucht gekauft. Ja. Wow. Da siehst du auch, wie die Kamera praktisch stabilisiert, weil es ist nicht wie bei deiner Osmo, dass es digital ist, sondern es ist wirklich ein mechanischer Gimbal. Was halt nochmal viel besser ist, weil du halt nicht irgendwelche Verzerrungen oder so im Bild hast bei krassen Bewegungen, sondern es ist halt wirklich immer 100% stabil bleibt. Das sieht man krass, das gleicht sich richtig aus. Genau, und dann auch, wenn ich drehe zum Beispiel, zieht es so ein bisschen hinterher. Mhm. Ja, cool. Und dann halt, wenn man es nach unten macht, zieht die sich auch wirklich nach unten. Okay, krass, oder? Ja. Oha. Und man kann auch so ein bisschen nach oben, was auch ganz praktisch sein kann manchmal. Genau. Nicht schlecht. Und ich kann theoretisch, das nutze ich zwar selten, aber ich kann theoretisch auch einfach hier mit dem Touchscreen die Kamera so so selber drehen. Bewegen. Mhm. Genau. Nicht das kann man jetzt machen, wenn man in der Luft steht und dann irgendwie einfach nur die Kamera bewegen will, dann kann ich die Kamera nicht machen. Krass. So, und dann kann ich theoretisch auch einfach automatisch einen Start machen. Mhm. Das heißt, ich mache so. Ah! Wow, krass!
Jetzt, warte, ich muss ein bisschen hin. Jetzt siehst du, ich mache nichts und die bleibt halt immer an der Stelle. Wow. Selbst bei Wind gleicht es halt dann aus. Mhm. Krass. Das sind Menschen, die von der Drohne begeistert sind, wie ich, aber ich würde das auch nicht sagen. Wow, okay, krass. Jetzt kann man auch, kann man so ein bisschen nach links und rechts fliegen. Ja. Dann sieht man auch direkt, wie der Gimbal arbeitet, wenn man gerade bleibt. Krass. Okay, das ist echt, also man sieht halt echt, wie stabil solche Aufnahmen dann werden, weil das gleicht sich ja wirklich aus. Halt auch. Warum er jetzt gerade die ganze Zeit piept, ist daran, weil er vorne Sensoren hat, diese zwei Augen. Ja. Und die praktisch uns jetzt als Hindernis erkennen. Ah. Das heißt, er würde jetzt, also wenn ich nach vorne drücke, passiert halt nichts, weil er nicht nach vorne fliegt. Ach so, das heißt, die Drohne erkennt, da ist ein Hindernis und das kann er quasi nicht gegenfliegen. Genau, oder? Also wie im Auto sogar, wenn man rückwärts fährt, würde jetzt auch hier mit diesen roten Balken das angezeigt und dann 1,50. Ah, wie quasi, also, genau, das Auto piept, bevor du quasi an ein anderes knallst. Genau das gleiche. Ah, wie schlau. Oh, da hatte ich immer richtig Schiss. Oh, das finde ich immer so cool. Dass starte jetzt einfach mal die Aufnahme, kann. Dann hast du die auch. Ja, cool. Kann man ja die Umgebung stalken, was es hier so gibt, ne? Einem halt auch alles gesagt. Ich habe halt maximale Höhe eingestellt. Sieht man diesen Sportplatz irgendwie zufällig ein bisschen? Der müsste jetzt hier rechts sein, ja. Richtig cool. Ja, genau. Die Drohne fliegt jetzt über uns. Mal gucken, man sieht ja die Aufnahmen nicht so direkt. Also ich zum Beispiel. Oh, es ist ja einfach so hell. Aber ich finde schon mega cool, dass man das schon sehen kann, wohin man steuert und so. Und ich höre sie halt auch. Ja. Da hinten. Okay. Oh, ich sehe hier gerade gar nichts. Was ist denn eigentlich die maximale Höhe von dem Ding? Ja, also nach Gesetz sind es halt 100 Meter. Okay. Deswegen muss man sich da dran halten. Mhm. Also sagt dann auch, dass das Maximum erreicht. Genau, das ist das, was ich vorhin sagte. Man kann es halt einstellen und dann fliegt es ja auch nicht höher. Oh, voll was cool. Was halt wirklich praktisch ist. Also ich bin gerade echt begeistert davon. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Einzelheiten wirklich manuell ausgeführt werden können. Endlich. Man wusste vorher nicht, was das ist. Jetzt sehen wir das Göttinger Stadion von 1. FC Göttingen. Genau. Von der Bundesliga-Mannschaft Weltrangliste 1. So ungefähr. Wenn irgendjemand von deinen Zuschauern kommt aus Göttingen, beschwert dich gleich richtig. Nein, das war eigentlich böse gemeint. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr aus Göttingen kommt, in welcher Liga die spielen. Ich hatte jetzt keinen Bock, das nachzugucken. Ja, weil beim Zurückfliegen hat die ja auch diese Sensoren, deswegen kann da eigentlich nichts passieren. Ach so, deswegen, also ich glaube, vielleicht vertraue ich der Drohne einfach noch zu wenig. Also ich glaube, selbst wenn ich eine habe, würde ich, glaube ich, wissen, was die alles so kann und so. Deswegen würde ich das nicht so schlimm finden. Aber ich glaube, jetzt so, wenn man keine hat, hat man halt Angst, bevor man so viel Geld ausgibt, halt sowas richtig steuern zu können. Ja, wenn du einmal irgendwo gegenfliegst, ist vorbei. Hast du dich vorher genau informiert, also dir YouTube-Videos angeguckt, bevor du hier irgendwas Krasses da gemacht hast? Ja, also ich hab halt so die ganze Zeit eigentlich schon irgendwelche, ich sag mal, Videos oder so dazu geguckt oder halt mich informiert, sag ich mal. Ja. Und dann hatte ich ja erst die Spark, die kostet, glaube ich, hat dann in der Kombo 500 Euro gekostet, weil auch schon vieles. Damals war die halt relativ neu. Ja. Und die war eigentlich ganz gut zum Üben, weil die recht klein war, die war nicht ganz so schnell. Die hatte auch schon so ein bisschen Sensoren, vorne nur, aber und unten. Also auch so ein bisschen Schutz, aber halt, da musst du wirklich üben, dass du nirgendwo gegenfliegst. Ich wollte gerade sagen, ich glaube am besten an so einer Stelle, wo halt nichts ist in der Umgebung, ne? Dass du wirklich erstmal versuchst, die ein bisschen zu kontrollieren und sowas. Und jetzt halt, die hat halt richtig viele Sensoren, aber dadurch, dass ich halt vorher die andere hatte, wo ich wirklich aufpassen musste, habe ich jetzt immer noch das, dass ich mich nicht 100% nur darauf verlasse. Ja, ja, stimmt, weil ich meine, das ist ja auch so, wenn ich Philips-Videos, Philips... Stativ nehmen. Wenn ich Philips-Auto fahre, dann habe ich ja hier die ganzen Sensoren mit Piepen und sowas. Und wenn ich den Mini fahre, der hat gar nichts,
dann bin ich dann immer so, ja, dann muss ich mich auf mich verlassen und dann kann ich gar nicht mehr einparken. Ich weiß nicht warum. Bitte? Ah, da kommt die Drohne, oder? Ja, ist gerade direkt über uns, genau. Ich muss es erstmal so eine Brille aufsetzen. Wow, krass. Da kennt man nur auch was bei dir. Ist ich weiß nicht. Es nicht. Ja, jetzt ist ja gleich da. Mal gucken, kommt irgendjemand? Nee, okay. Dann mache ich mal nichts und lasse ich mal wirklich ganz alleine landen. Der normale Modus. Mhm. Und als du geflogen bist, war es der Tripod-Modus. Der Tripod-Modus ist noch langsamer. Okay. Und der normale ist halt, also der Tripod-Modus geht, glaube ich, bis 5 km/h oder so. Okay. Der normale gibt es 50. Wow, so schnell. Und jetzt nehme ich mal den Sportmodus. Okay. Der geht bis 72 km/h. Wow, krass. Also flitzt der gleich so weg. Das ist ein Auto auf der Landstraße. Okay. Oh. Ah, der Nachteil ist, du siehst schon, wie schnell es dreht. Ja. Der Nachteil ist, ich habe keine Sensoren. Mhm. Nirgendwo. Das heißt, du knallst gegen... Ich könnte dann irgendwo gegenknallen, ja. Puh, okay. Das ist aber dann schon für sehr Profis quasi so ein bisschen, ne? Okay. Oh mein Gott! Das sah gerade so aus, als wenn das jetzt auf dem Rücken fliegt. Und weg ist das Teil. Ja. So schnell ist ein Auto auf der Landstraße. Ah, siehst du? Das hat die jetzt ganz alleine gemacht. Weil die halt wusste, dass der Boden, die hat nämlich beim Start den Boden geguckt und wusste, dass es ein Kiesweg ist. Ah. Das heißt, sie landet jetzt auch wieder auf dem Kiesweg. Witzig. Oha, die sind ja richtig schlau, die Teile. Und jetzt das letzte Land muss man halt selber machen, aber an sich. Das war ja mal hier perfekte Landung, würde ich sagen. Aua, ich habe mich gerade an meiner Action Cam. Guck mal, wie heiß die ist. Ich habe mich gerade am Knie verbrannt. Ich habe gerade die Aufnahme ausgemacht, danke. Aua. Alter, wie kann sowas so warm werden? In der Sonne überhitzt sie auch mal schnell. Oh, okay, dann lasse ich es lieber. Aber krass. Lass es auf. Weiß nicht, eine Viertelstunde am Stück gefilmt. Dann wird die halt ein bisschen lang. Ja, ja. Wow. Aber ich bin echt begeistert, krass. Nee, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, ich glaube, da kriegt man richtig gute Sachen hin, ne? Bist auch echt stolz darauf, ne? So. Ja, schon. Ja. So, schau mal, ich kann dir das auch mal zeigen. Also das hier sind diese vorderen Sensoren halt. Ja. Dann gibt es das gleiche hinten. Das ist halt oben und unten und nicht an den Seiten. Ja. Aber ist okay. Genau gleich. Parksensor. Ja, genau. Dann habe ich unten praktisch diese zwei Kameras. Ja. Die machen das Foto vom Boden. Ah. Plus auch die Entfernung. Und das hier ist nochmal Infrarotsensor ja, zur genau. Sicherheit. Okay, als Backup sozusagen, weil nach unten ist halt am gefährlichsten. Aha. Und dann habe ich den hier oben. Nach oben hin, falls aha. ich irgendwo drinne fliege. Der ist nicht ganz so genau, aber der reicht eigentlich auch, weil ich auch nicht so oft drinne fliege. Und hast du schon, wollte gerade sagen, hast du schon irgendwo gemacht? Ja, habe ich auch schon mal gebraucht. Ah ja, okay. Oder auch, ich bin mal durch so einen Kanal, also zwar so ein Kanal, und da hingen halt überall Bäume drüber. Ah. Und dann hat der halt oben nach oben hin. Boah, ist das heiß an der Stelle, hui. Ja, und, cool. Und hier an der Seite sind auch Kameras, aber an den Seiten ist jeweils nur eine. Mhm. Und dadurch funktioniert das im schnellen Modi nicht, weil das halt nicht schnell genug ist. Ah ja. Weil das nicht so gut die Entfernung schätzen kann, weil wir ja auch mit unseren Augen. Wie schlau diese Teile. Aha. Genau. Das heißt, nur in einem ganz langsamen Modus kann man das erkennen. Und dann hast du praktisch theoretisch 360 Grad Schutz irgendwo. Wow. Also kannst eigentlich nirgendwo gegenfliegen. Krass, mega gut. Dann musst du einfach hier das Abhebezeichen und dann so sliden. Ah. Okay. An den da hinten? Also jetzt quasi jetzt rechts, der Baum. Also. Ach so, ja. So. Probier mal. Oh Gott. Wirklich? Ja, ja. Okay, warte. Ah, wie geil, das ist ja wirklich wie ein Auto. Ah, das piepst quasi immer noch stoppt. Doch, es piepst. Also irgendwann stoppt sich. Thank you.
Du möchtest jetzt, du hast jetzt noch eine Idee gehabt für coole Aufnahmen. Was benutzt du jetzt für einen Modus? Ich bin tatsächlich am Überlegen. Also ich könnte jetzt den Active Track Modus nehmen. Active Track, ja, okay. Active Track heißt der. Da kann man einfach jedes Objekt, was sich bewegt, tracken mit der Kamera. Und dann kann man dadurch zum Beispiel einstellen, dass die Kamera hinterher fliegt, also die Drohne. Ja. Oder dass sie drumherum kreist. Oder dass nur die Kamera folgt und du selber steuern kannst. Ah, okay. Aber wenn du mal guckst, hier ist direkt so ein Busch oder Baum. Ja. Der wäre dann halt im Weg. Deswegen könnte es sein, dass das Tracking dann abbricht. Wir können es probieren. Aha. Ansonsten mache ich es einfach manuell mit der eigenen Steuerung. Ja, gut. Angekommen und ich weiß nicht, ich habe die Aufnahme einfach nicht mehr gefunden, wo ich einfach gesagt habe, guckt euch dieses Video bei Merlin auf Instagram an, weil ich finde das so cool gemacht. Also es dauert nur, glaube ich, 30 Sekunden oder so, aber das hat mich quasi dazu gebracht, um ihn zu fragen, einfach, dass er sich mal mit mir treffen soll, weil die Aufnahmen finde ich so, so cool. Also seht ihr gleich die Szene. Und ich muss euch ehrlich mal was sagen. Ich habe mal eine Drohne bestellt, muss ich euch wirklich sagen. Und die DJI Mavic Pro Platinum. Und die kostet richtig, richtig viel. Ich glaube so ungefähr 1000 Euro. Und da habe ich was gekauft. Das hat irgendwie 250 Euro gekostet. Und ich habe mich irgendwie gefragt, warum das so günstig ist. Leute, wisst ihr, was ich gekauft habe? Ich habe ein Care-Paket für diese Drohne gekauft. Das heißt, das ist wie so eine Versicherung für die Drohne, wo quasi 2 Jahre lang, egal was mit der Drohne passiert, man, glaube ich, irgendwie nur 150 Euro dazu zahlen muss und der Rest wird dann halt ersetzt oder man kriegt eine neue Drohne. Das ist quasi so eine Versicherung dafür gewesen. Und ich dachte, ich kriege da eine Drohne für und dann musste ich das halt kündigen, weil ich ja keine Drohne habe, dann brauche ich ja keine Versicherung dafür. Und das war die Story, warum ich mal echt, also fail Kauf gemacht habe. Genau, also ihr seht jetzt im Anschluss. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Schaut bei Merlin vorbei, wirklich. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ihn auch, glaube ich, gerne bei Instagram anschreiben, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen braucht, weil er ist ja wirklich der Profi in dieser Sache. Genau, jetzt kommt jetzt der Clip von Instagram. Schaut da mal vorbei, liked mal alle dieses Video, weil ich finde es echt, ich wünschte, ich könnte das auch irgendwann machen. Also, ich sag schon mal tschüss und gönnt euch jetzt den Clip und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Freitag. Tschüss!